bin zurück in der Klerikerburg und werden jetzt uns den Klerikermissionen, die Klerikermissionen angehen. Ich hoffe, die haben ein bisschen mehr zu geben, als es scheint, dass sie geben werden. Oi. Ich sehe schon, wie meine Effektivität schwindet mit jedem weiteren Satz, den ich hier verbringe. Ich habe versucht, mich den Morcons anzuschließen. Das ist anscheinend schon zu spät. Das muss ich dann extra mal machen. Aber ja. Werden wir jetzt mal den Alps in den Rücken stechen. Und... Hier setzen wir alles in Stand, soweit wir die Mittel dafür haben. Aber was die Technik angeht, seid ihr ja eh bestens bewandert. Ich erspare euch die Einweisung. Ein Wort zur Warnung. An den Schaltkreisen wird nicht manipuliert. Ihr seid hier dank Hagens Gnade. Verspielt sein Vertrauen nicht. Zu Befehl. Schon gut. So förmlich müssen wir es nicht machen. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Keine Zeit für eine Konversation. Ja, redest du mit dem anders jetzt weiter? Oder arbeitet ihr hier jetzt dann? Der Typ bräuchte euch eh. Der Keno. Mit seinen Maschinen ist er nicht gerade so gut drauf. Okay, okay. Hab ich schon mit Hagen geredet? Glaub nicht. Wegen der Alps. Hast du dir das gut überlegt? Wenn das Depot Wind davon bekommt, war's das mit der Bohr. Wohl kaum. Gerade du solltest das nachvollziehen können. Ja, totes Material, wir wissen's. Welch? Im Grunde ist ein Angriff. Totes Material. Wir lassen. Okay, okay. Dann werden wir jetzt die andere Seite der Mission machen. Coole Rolle. Ah, oh, hier ist der schnellste Weg gewesen. Da wird jetzt hingeflogen. Da braucht man schon einen Gleiter, wenn man ein Jetpack hat. Hui! Ein Fallschaden. Ja, wir sind schon mal viel effizienter raufgekommen und effektiver. Haben wir hier noch alles? Alles haben wir. Ja, du. Frank wird nur zu schlagen. Oi. Ja, meine Sounds sind nicht besser. Oh, das Traumteam vom Oi. Oh. Die Effektivität geht verloren und die Männlichkeit auch bei den Klerikern anscheinend. Oh. Ich werde auf jeden Fall Frank im Team behalten. Die Stimmung passt einfach viel besser. Ja, es ist schon tot, keine Sorge. Oh, jetzt muss ich die Kiste oben wieder lockpicken. Das ist letztens so schief gelaufen. Da oben ist was geglitscht, oder? Habe ich da ein Monster gesehen? Ah, ein Hab hier. Ein Haarschach. Warte mal, was die Speer. Zu wenig Muni. Und Häscher. Ups, er hat's schon erledigt. Nein, hat er nicht. Was sind das für Sounds heute? Bemerkenswerte Landschaft. Oh, ich vermisse leicht die Wüste. Ich finde, die Wüste hatte schon etwas. Anvisieren und abdrücken. Spart euch ein Verhör. Die Menschen wissen nichts, was für uns von Interesse ist. Anmerkungen? Wenn nicht, Ausrüstung überprüfen und zum Aufbruch bereit machen. Du machst es dir zu leicht. Wie bitte? Eine Kooperation ist effektiver. Vergiss nicht, wer hier das Kommando hat. Illoyalität wird nicht toleriert. Solche Aktionen vergrößern unsere Front. Du machst uns Feinde, wo keine sind. Ich schaffe Tatsachen. Die Gegend ist gesäubert. Nur das zählt. Wir sind beide Scouts.
Überlassen wir die Entscheidung einem Trooper. So viel. Hast du mitbekommen? Gib mir einen Lagebericht. Ich habe das Kommando über diese Einheit und entschieden, alle Störfaktoren zu beseitigen, die unseren Weg kreuzen. Den Fehler unserer Vorgänger werde ich nicht wiederholen. Konfrontationen werden im Keim erstickt. Ein Widerspruch an meiner Entscheidung ist unbegründet. Die Direktive sagt ganz klar, dass Effektivität unser Handeln bestimmen muss. Sollen wir die Menschen also eliminieren oder nicht? Unschuldige ermorden. Das hat nichts mit Effektivität zu tun. Unsere Mission ist der Grenzschutz, nicht die Klärung etwaiger Schuldfragen. Im Depot wird man an deiner Auslegung unserer Vorschriften großes Interesse zeigen. Shira. Aber bevor wir dorthin zurückkehren, verrate mir, was dich zu uns geführt hat. Für die Kleriker entscheiden. Ihr bekommt einen neuen Befehl. Ab sofort kooperiert ihr mit den Klerikern. Wer hat das angeordnet? Spielt das eine Rolle? Befehl ist Befehl. Das ist Hochverrat. Du stehst hiermit unter Arrest. Okay, Intelligenz haben wir zu wenig. Die Kleriker sind keine Feinde. Komm zu Verstand. Ich? Dein Verhalten ist es, das der Logik widerspricht. Aber das kommt mir ganz gelegen. Wenn ich einen abtrünnigen Trooper gleich hier exekutiere, steht meiner Beförderung nichts mehr im Wege. Los, zieh deine Waffe. Wird Zeit, dass an dir ein Exempel statuiert wird. Schau mein Leben an. Sie hat einen Cheapshot gekriegt. Okay, machen wir sie einfach schnell weg. Du. Oh, sie hat sogar Leben. Ich kann super kicken. Okay, na, wenn du das sagst. Ja. Die Knie sind gleich weg. Du machst das schon. Ich glaube, die wollen alle, dass ich gewinne. Ja. Du bist Jax, richtig? Ja. Richtig. Entschuldige die Sauerei. Keine Ursache. Ich konnte Shira nicht leiden. Habe ich das richtig verstanden? Wir werden in der Burg der Kleriker gebraucht? Ja. Richtig. Hast du ein Problem damit? Nein. Wenn du uns dorthin befiehlst, werden wir Folge leisten. Tu uns nur den Gefallen und setz die Kleriker von unserer Ankunft in Kenntnis. Wenn wir unangekündigt mit voller Mannstärke einrücken, provozieren wir womöglich einen Zwischenfall. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Alles klar. Wo war ich? Trooper, auf ein Wort. Ich bewegen. Ihr habt Jax gehört. Es geht zu den Klerikern. Ausrüstung überprüfen, Marschbereitschaft herstellen. Waffen werden nur im Fall einer Konfrontation eingesetzt. Einreihen und Aufbruch. So viel Fläche, genug Raum für alle Lebewesen. Theoretisch ja, praktisch nein. Dann sollten wir die Theorie zur Praxis machen. Ich glaube kaum, dass wir zwei dafür ausreichen. Ich. Fantastisch. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Maus auch nicht. Nicht mal Start. Oh. Okay. Na. Was für ein netter Anfang. So. Tritt ich den Klerikern schon bei und es läuft schon alles schief. Es funktioniert schon nichts mehr. Okay. Das war ein schweres Schloss letztens. Das war wohl nichts. Das war ein schweres Schloss. Das war wohl nichts. Oh, Mist, das wird wieder dauern. Das war wohl nichts. Mist. Okay, passt. Ich hab da wirklich 5 Minuten letztens dran gebraucht. Die Sachen, die ich hier verkaufe. Oh, okay. Zurück zu den Klerikern. Eine neue Rüstung gönnen. Hui. Wenig Schub. Auch mehr Treibstoff.
Obwohl ich das ganze Geld jetzt in Rüstung reinstecken werde. Jo, Hagen. Wegen Auftrag erledigt. Sie arbeiten für euch. Wenn mir noch einmal einer in den Ohren liegt und behauptet, mit uns geht's zu Ende, schicke ich ihn zu dir. Wie hast du das nur angestellt? Gab's Widerstand? Sagen wir einfach, ich musste einen neuen Anführer bestimmen, um die Kooperationsbereitschaft herzustellen. Verstehe. Es war auch nicht zu erwarten, dass das Unternehmen ohne Komplikationen abläuft. Negativ wäre es nur gewesen, wenn sich die Verluste der Alps auf 100% belaufen hätten. Du solltest sie aber im eigenen Interesse schnell in irgendwelche Aufgaben einbinden. Sie werden einige Zeit brauchen, um sich an das Leben hier zu gewöhnen. Besser, sie sind abgelenkt und kommen nicht auf dumme Gedanken. Keine Sorge, es gibt Arbeit satt und ich werde ein Auge auf sie haben. Schließlich sollen sie hier ein neues Zuhause finden und nicht auf dem Absatz kehrt machen. Ich hoffe, du weißt, dass du dich für uns als unentbehrlich erwiesen hast. Ja. Deswegen will ich auch nicht lange zögern. Ich biete dir an, dich in den Stand eines Regenten zu erheben. Du hast bewiesen, dass es eine Kraft gibt, die das Chaos kontrollieren kann. Wenn du dir unsicher bist, kein Problem. Schlaf eine Nacht drüber und entscheide dann. Meine Hand bleibt ausgestreckt. Das Regent nicht... Das ist die Endstufe doch. Wirklich? Das war die ganze Klerikergeschichte hier? Ich bin bereit. Ernenne mich zum Regenten. Nichts lieber als das. Mit dem heutigen Tag bist du einer von uns. Und als solcher sollst du auch für jedermann zu erkennen sein. Du erhältst das Anrecht, die letzte verfügbare Rüstung zu erwerben. Schließlich habe ich dein Interesse an ihr nicht vergessen. Such unseren Rüstungshändler in der Händlermesse auf. Er wird sie dir aushändigen, sofern du einen entsprechenden Gegenwert hinterlegst. Vergiss aber nicht, dass du unterm Radar bleiben musst. Die Alps sollen weiterhin denken, dass du in ihren Diensten stehst. Könnte schwierig werden, wenn ich in euren Klamotten rumlaufe. Aufgrund deines Status gehe ich nicht davon aus, dass sie dich wegen der Rüstung kritisch beäugen werden. Sollten sie es doch tun, behaupte einfach, du hast sie von einem unserer Soldaten geplündert. Werde ich machen, danke. Ich bin es, der zu danken hat. Alles, was ich jetzt noch von dir erwarte, ist, dass du jenen eine Hand reichst, die sie brauchen. Deine Hilfsbereitschaft wird sie früher oder später zu uns führen. Enttäusch mich nicht. Exzellent. Was? Ich bin einfach schon in der Endstufe eingestiegen. Eigen. Haben die wirklich nichts zu tun? Gibt die mir nichts zu tun? Das kommt mir ein bisschen eigen vor. Ich schaue mich mal gleich um, dann was sie mir sonst noch zu sagen. Erweise mir Respekt. Ja, nichts zu sagen. Okay. Ich mir mal eine Rüstung gönnen. So, das verwirrt mich gerade. 20 Lernpunkte. Ich weiß sowieso nicht, was ich machen soll mit meinen Punkten mehr. Schon ziemlich gut überall. Oh, ist die Mission. Nein, nein. Das ist ja keine Mission mehr gerade. Licht eines Troopers. Was? Also ich werde jetzt Alp-Missionen weitermachen anscheinend bei den Klerikern. Nur in Kleriker-Missionen. Du hast nichts zu sagen, oder? Ich frage mich, was Hagen geritten hat. Alps in der Burg. Hat man sowas schon gehört? Probleme? Ach, ich versuche nur zu verstehen, warum wir unsere Feinde neuerdings zu Freunden erklären. Klar, ich wollte Hilfe und habe sie bekommen, aber vielleicht hätte ich eingrenzen sollen, von wem genau. Dass du nutzlos bist, deswegen sind sie hier. Nur deswegen. Oh. Sicher bessere Arbeit. Oh.
weiß nicht mehr, zu wem ich gehen muss jetzt. Das war nicht Vivien, oder? Das war Rüstungsmeister hier drin. Hat sie was zu sagen? Wem lerne ich hier dann was? Oh. Ah, da bist du ja wieder. Neue Ausrüstung gefällig? Greif zu, denn wenn es so weitergeht, muss ich den Laden dicht machen. Warum solltest du? Hast du nicht gesehen, wie unsere Neuzugänge rumlaufen? Herausgeputzt wie sonst was. Man kann sagen, was man will über die Alps, aber was Rüstungstechnik angeht, macht ihnen keiner was vor. Also, Jungchen, willst du dich noch länger bitten lassen oder lässt du ein paar Splitter über den Tresen wandern? Das habe ich vor. Gib mir die Regentenrüstung. Hat Hagen dir sein Okay gegeben? Hat er. Also. In dem Fall kannst du sie kaufen. Günstig ist das Stück aber nicht. Falls du auf einen Nachlass spekuliert hast, muss ich dich enttäuschen. Bei dem Stück ist es egal, wie viel Lametta du auf der Brust hast. Aber das Elixit kommt der Gemeinschaft zugute. Feilschen ist also nicht drin. Irgendwelche Neuigkeiten? Das sollte ich dich fragen, Jungchen. Ich sitze hier fest, während Leute wie du ihre Stiefel schnüren. Trotzdem habe ich natürlich mitbekommen, dass es aufwärts geht. Vor ein paar Wochen hätte ich noch gedacht, das wird hier ein Sterben auf Raten. Aber jetzt sieh uns an. Frische Soldaten, neue Hoffnung. Ich habe uns wohl zu schnell abgeschrieben. Du bist also zufrieden? Das wäre übertrieben, nur sah es schon einmal schlechter aus. Und deine Beteiligung an unserem Fortschritt spricht sich rum. Nur weiter so. Ach. Lass uns handeln. Sicher doch. Wie viel? Gleich viel wie der andere. 105. Sehr gute Klerikerhosen. Sehr gute Rebellenkleidung. Ah, wow. Ich habe eigentlich hier das Geld. Bisschen was kann ich noch loswerden. Dieser Gewehr brauchen wir auch nicht mehr. So. Hab ich ganz unten noch was? Nochmal schauen. Ja. Da gehen wir noch schnell durch. Vielleicht kann ich mir dann Hose auch leisten. Sonst renne ich mit der Alphose herum. Vielleicht schauen die eigentlich hier gut aus. Alphose und Alprose. Alphose und Klerikerrüstung top. Oh, was für ein Saftladen. Ah. Hey, das passt doch perfekt zusammen. Das passt doch perfekt zusammen eigentlich. Die orange Hose von denen noch kaufen kann dann. Von der anderen Faction, von den Alps. Hey Junge, pack fest dazu. Ich. Dann mach es wie der Rest und steh morgen. Ich hatte nicht vor, so lange zu warten. Wenn ich jedem Einzelnen erkläre, worauf er zu achten hat, haben wir erst in 100 Jahren eine schlagkräftige Truppe. Und wenn ich dich bezahle? Sonderkonditionen gegen Elixit? Hm, naja, ein paar Splitter mehr wird. Hier mein Vorschlag. Pro Trainingseinheit werde ich dir eine kleine Gebühr. Dafür biete ich dir an, deine Fähigkeiten im Nah- und Fernkampf. Ja, ja. Oh, warte mal. Legen wir los. Oh, okay. Also ganz normales Zeug. Ich weiß nicht, wo hier ein Speziallehrer für mich ist. 5 Punkte. Ob ich Geld hätte. Hey, Junge, als ob ich Geld dazu hätte. Das ist nicht der Prügel von deinem Opa. Oh. Auch noch viel Spezialtraining, die Jungs wahrscheinlich. Wo kann ich Kleriker-Sachen lernen? Hier? Was auch immer. Nein, das ist auch nicht. Wir reden später. Nee. Leute gibt es denn da nicht mehr, die mir was beibringen könnten. Vivien haben wir noch? Die habe ich nicht gefragt. Selbst der Gemüsegarten ist billigst. Nicht nachlässig werden, immer auf die Umgebung achten. Schützt euren Kameraden, das Gefährt. Da kriege ich gar keine extra Fähigkeiten als Kleriker. Sicher doch.
wirklich nichts. Smooth Sailing. Kann ich bei dir was lernen? Ja. Jetzt, wo ich euch beigetreten bin, kannst du mir sicher etwas beibringen. Du täuschst dich nicht. Wenn du aber an grundsätzliche Kampftechniken interessiert bist, wende dich an Heinrich. Ich hingegen zeige dir, wie du noch weniger Schaden von deiner Umwelt nehmen wirst. Sag mir einfach, wann wir loslegen können. Bring mir etwas bei. Selbstverständlich. Die laufen doch wirklich auf Sparflamme. Erweise mir. Ich gehe mal zurück zu den Alps schauen, was die sagen. Oh boy. Oh boy. Hier noch was lernen dann jetzt? Whoop. Hey Mate. Bereit. Wirklich? Das heißt, ich bin einfach ein Undercover Doppelagent für die Alps eigentlich. Oder Undercover Agent. Ganz normal. Das. Neigen. Aber ja. Kleriker sind halt die Sparflamme-Fraktion hier anscheinend. Wegen der Scouts. Status? Ich habe sie gefunden. Warum stehen sie dann nicht vor mir? Sie sind tot. Ihre Tracker hatten eine Fehlfunktion. Fehlfunktionen in der Programmroutine sind ungewöhnlich. Ich werde unsere Techniker auf das Problem ansetzen. Und der Verlust unserer Leute interessiert dich nicht? Mit ihrem Ableben haben sie ihren Nutzen verloren. Jeder weitere Gedanke an sie ist Zeitverschwendung. Wir sollten uns jetzt darauf fokussieren, dass sich der Vorfall nicht wiederholt. Während deiner Abwesenheit habe ich eine zweite Einheit ins Grenzgebiet abkommandiert. Ich will, dass du sie aufsuchst und bei Problemen intervenierst. Etwaige Verluste müssen ja nicht unnötig in die Höhe getrieben werden. Ach, das haben wir. Nicht nötig. Ich bin ihnen schon begegnet. Und? Irgendwelche Vorkommnisse? Auch sie wird nicht zurückkehren. Trooper, das ist inakzeptabel. Der Ausfall einer Einheit ist bedeutungslos. Aber den Verlust einer zweiten innerhalb kürzester Zeit werde ich nicht hinnehmen. Der Ertrag deiner Mission entspricht gleich null. Deine Effizienz lässt mehr als zu wünschen übrig. Nein. Warum suchst du die Schuld bei mir? Ich bewerte lediglich das Ergebnis. Und das ist nicht zufriedenstellend. Da ich die genauen Umstände nicht kenne, entscheide ich mich gegen eine Strafe. Dennoch werde ich mich persönlich dagegen aussprechen, dich wieder in den Stand deines Commanders zu erheben. Das ist vorerst alles. Wegtreten. Fulminant. Geht's, Mangel. Oh. Hör auf, da zupfen. Naja. Naja. So spannend sind die Kleriker dann nicht. Staub. Das Spezial der Rüstung, war das immer schon hier? Überhaupt Bock da weiterzumachen bei den Klerikern? Müsste wahrscheinlich ziemlich weit zurück, damit ich mit Morkons beitreten kann. Oh, was sagt die Karte? Naja, Rüstung schaut schon cool aus, ein bisschen. Nicht so cool wie die alte. Die Kapuze dazu passt auch perfekt. Oh, ich mache hier mal eine Pause. Überlege, was ich weitermache in Veo.